Mein letztes Album hieß Taxi und das Album jetzt heißt Wartesaal. Ey, wir sitzen im Wartesaal zum Glücklichsein, zum Glücklichsein. Und wir sitzen. Nee, ich bin musikalisch überhaupt nicht angekommen. Nee. Es sollte angekommen heißen, dass man da bleibt, dann ist es auf gar keinen Fall angekommen. Er sollte angekommen heißen, dass man damit ein gutes Gefühl hat und sagt, na klar, also die Platte ist fertig, wow, da ist sie, das Bild ist fertig gemalt, dann bin ich sicherlich angekommen. Nur, es ist vielleicht so ein Zwischenschritt, da kann man ja auch sagen, angekommen. Sowas wie die zweite schöne Mietswohnung in seinem Leben und die dritte tolle Frau, aber trotzdem hat man vielleicht das Gefühl, ah, vielleicht war es das noch nicht oder so. Und so ist die Platte vielleicht. Doch am Ende eines jeden Tages hast du es dann doch nur bis an die Ecke hier geschafft. Wartesaal ist schon eine ziemlich andere Platte als Taxi, weil es vielleicht noch ein bisschen emotionaler ist. Ey, wir sitzen im Wartesaal zum Glücklichsein, zum Glücklichsein. Ist noch ein Hauch ehrlicher. Und ich glaube, es ist auch noch ein Stückchen mehr von mir drin, als es bei Taxi war. Unsere Köpfe, wenn sie wieder zu schwer sind und sitzen im Wartesaal. Auf dem Bossa-Album ist wirklich immer nur das drauf, was eigentlich, und deswegen dauert es auch so lange, es ist eigentlich ein Zufallsprodukt, was dann mit Ehrlichkeit bestückt wird. Weit, 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 weg, 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 weg. Also der schönste Punkt beim Liederschreiben ist eigentlich der, wenn ich mit was anfange und sofort ein Bild sehe. Meistens sogar so eine Videosequenz oder so und ich mir das vorstellen kann. Mein Kopf ist in der Umlaufbahn und wandert. Wenn Lyrics im Allgemeinen die Geschichte ist, dann ist mir die Geschichte wichtiger als die Musik. Es ist eben nur die Frage, ob jeder Text eben eine Geschichte ist oder ob das manchmal eben auch nur ein Gefühl ist. Die Gefühle sind Abschied, Liebe, Verzweiflung, Glück. Wartesaal, weit weg, Metropole, du federst, nach Haus, Roboterbeine. Nächsten Sommer. ja, Bewegung, na klar. Nur den Umriss, nur die Hülle lass ich liegen. In Kaschlamm und überfüllten Zügen. Ja, also das mit der Bewegung ist bei mir schon so. Vielleicht gehört das sogar einfach auch ein Stückchen dazu. Vielleicht ist Bewegung aber auch grundmelancholischer, als man denkt, ne? Also der Wunsch, irgendwo hinzukommen oder das Ziel oder irgendwas zu verlassen. Und das sind für mich am Ende natürlich textlich auch immer dann so Dinge, die mich selber irgendwie berühren und die mich selber anpacken. Melancholie weiß ich gar nicht, ob das jetzt so einfach ist. Also es wäre ja langweilig, wenn man dann auch immer dieses selbe melancholische Spielchen spielen würde, ne? Sondern ich glaube, das muss dann schon ehrlich sein. Und ich glaube, es muss schon abwechslungsreich sein, weil sonst wird so eine Platte irgendwann tierisch trist und langweilig. Wenn du mich jetzt siehst, gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Ein Suizidalbum? Nee, das ist das komplette Gegenteil vom Suizidalbum. Also es ist eigentlich sogar, ich weiß nicht, ich glaube offenbar, wenn man das Album hören würde und auf dem Hochhaus steht und jetzt gerade dann doch springen will, dann geht man ein Schrittchen vielleicht auch wieder zurück. Und hat irgendwie dann Bock, wieder nach unten zu gehen. Ich bin so weit weg.